R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Hallo. Leute, ganz kurz runterkommen. Herzlich willkommen zu einem neuen Format. Herzlich willkommen zu TNT Wars. Und nein, das haben wir nicht geklaut. Das hatten wir schon seit Jahren vor, das zu machen. Aber wir haben einfach keine Map gefunden. Und dann haben wir einfach selber eine gebaut. Nochmal danke hier, dass Revinzer.tv baust, die diese wunderschöne Map hier gebaut haben. Mit dabei sind heute Alphastein. Ja, Patrick. Hallo. Basti. Hi. Mo. Hallo. Und Kevin. Hallo. Leute, ich habe immer noch meinen geilen Minecraft-Skin. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht soll ich das irgendwann mal ändern. Von mir gepixelt, Ja, toll. Danke, Alphastein. Dankeschön. Heute spielen nämlich Kevin, Alphastein und ich gegen den Rest quasi. Gegen Basti, Mo und Petrit. Leute, ich würde sagen, wir müssen TNT Wars gar nicht groß erklären. Wir haben hier in der Mitte eine wunderschöne Wand. Die gilt es mit TNT-Kanonen zu zerstören. Auf der anderen Seite ist ein Beacon. Ihr seht es auch bei uns. Dieser Beacon muss mit TNT zerstört werden. Man darf sie nicht außen rum bauen, sondern muss quasi durch die Wand sich durchfeuern mit TNT. Und dann geht es quasi los. Wenn der Beacon kaputt ist, hat das gegnerische Team verloren und das war's. Leute, geht in euren Channel, verschwindet und ich würde sagen, nach einem kurzen Cut geht's los. Go! Okay, es geht los. Es geht los. Okay, Leute, lasst uns sofort runter. Patrick, geh auf deine Insel, du Idiot. Du musst drüber. Patrick, du mal. Ah. Schnell, Kevin. Alphastein, komm. Los. Alphastein, hilf uns. Alphastein, weißt du, wie man TNT-Kanonen baut? Nein. Ja, super, toll. Perfekt. Kevin, ich baue erstmal diese ganz billigen aus Craft Attack, okay? Weil damit können wir schon mal so ein bisschen. Hast du Holz oder so? Holz ist hier überall in den Kisten alles drin. Ist ja alles drin. Guck mal, in der oberen Kiste. Ich glaube, in der obersten Kiste ist irgendwie Holz drin. Ja, genau. Was willst du? Was denn? Guck mal, ich habe die Rüstung. Alphastein, nein. Alphastein, gib die zurück. Tu die wieder dahin, du Idiot. Das war so nicht gedacht. So. Kevin, ich baue mich. Kevin, also wichtig. Ja, toll, Alphastein. Super. Mann, wieso habe ich. Wieso habe ich ihn dazugeholt? Warum? Was willst du von mir? Alphastein. Oh mein Gott, der hätte mich fast runtergeworfen. Kevin, bau du diese OP-Kanone, die du da gesehen hattest. Ja. Ich habe folgendes vor, Leute. Ich baue jetzt erstmal diese Billo-Kanone aus Craft Attack, denn die funktionieren ja auch ganz gut. Da können wir auf jeden Fall hier vorne schon mal mit diesem kleinen Balkon quasi anfangen, uns hier einmal durchzuschließen. Diese Wand ist komplett dick. Man darf natürlich auch durch die Wand nicht einfach durchbauen, Leute. Das ist ganz wichtig. Also man darf nicht einfach hingehen und quasi sich durch die Wand durchgraben. Das ist natürlich verboten, Leute. Dementsprechend muss es hier auf jeden Fall ordentlich schnell gehen und wir müssen uns auf jeden Fall echt beeilen. Alphastein, guck mal, das ist die einfachste TNT-Kanone. Das kriegst sogar du hin, du Trottel. Siehst du das? Okay, wir versuchen das mal. Geh mal da weg. Weg da. Nein! Ja, bist du gut, Oh Gott, okay, die funktioniert. Ja, das, Ja? Ja, Kevin, wir müssen auf deine Kanone. Kevin, wir müssen deine Kanone bauen. Ja, wir müssen deine Kanone bauen. Ich versuch's gerade. Alphastein, geh mal da weg. Alphastein, hol mal bitte Material. Hol Kevin alles, was er braucht. Wir brauchen nur noch TNT. Ihr müsst nur noch die Dispenser mit TNT füllen. Okay, Alphastein, hol TNT. Okay. Hier, Kevin, liegt hier. Überall in den Dispenser einen Stack reintun. In jeden Dispenser. Ja, macht in jedem einfach einen rein. Nicht daneben bauen. Oh mein Gott, die fliegt sonst in die Luft. Ganz wichtig. So. Bist du sicher, dass das so geht, Kevin? Also so ist sie gebaut. Ob die jetzt funktioniert in der 1-Elber, das kann ich euch nicht sagen. Ja, versuchen. Los. Okay, komm, leg ja, versuch. Vorsicht, Vector! Ah, das funktioniert nie! Ja! Ja! Oh, shit! Kevin! Los, Feuer! Stopp die Kanone! Okay, alles gut. Kevin, wir müssen die weiter nach vorne bauen. Komm, wir bauen uns hier vorne die weiter hin. Los. Kevin, bau die Kanone ab. Alter. Hier, Kevin, hier ist eine Spitzhacke, hier. Alter Schwede. Junge, was war das? Oh, Scheiße. Du musst das ganze TNT rausnehmen noch, damit ja, das nicht weg ja, ist. Ja. Alphastein, hilf uns doch. Bitte, ich wollte.
Ich hatte voll viele Sachen. Ja, das ist blöd gelaufen. Alter Schwede, Junge, die Kanone war ja übertrieben OP, Junge. Was geht ab? Und ich vorne so mit dieser Larry-Kanone, weißt du, ich vorne mit dieser Larry-Kanone mit diesem blöden Obsidian-Dingern hat überhaupt nichts gebracht. Das ist dir direkt runtergefallen. Und dein Ding ist direkt so mega stark. Was geht bitte ab, alter Schwede? Oh mein Gott. Die war richtig heftig, Mann. Vor allem hat die immer weiter geschossen. Alperstein, bauen wir die Plattform ein bisschen größer. Ohne Spaß. Vorsicht, Wasser, Wasser, vorsichtig. Von wo? Kommen die schon? Nein, hier von der Seite. Okay. Nicht, dass sich das runterspült. Nee, das muss weg hier. Das darf nicht sein. DJ Anderson, ich glaube an dich. Was machst du? DJ Anderson, go! Ever Jibbles! Du kannst schon mal die Dispenser wieder befüllen. Das war das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe, Alter. Okay, warte, ich mach den Dispenser voll. Alter, Kevin, dieses Ding. Ohne Witz. Ohne Witz, was war es bitte? So, warte. Das kommt jetzt nochmal gleich. Zack, zack, zack. Kevin, so, komm. Ist alles befüllt? Soll ich mal ziehen? Ja, kannst du machen. Okay, Feuer! Ist das richtig so? Ja, eigentlich musst du die jetzt loslegen. Aber die hat nur eins geschossen, warum? Hast du überall hier... Nee, warte mal, hä? Warum hat die jetzt nur eins geschossen? Oh, warte, nee, mein Fehler hier. Was warte, denn? So, jetzt. Oh Gott! Guck dir das an! Los, einfach schon! Zum Angriff! Los, alter Kevin! Oh mein Gott! Alter Schwede! Damit gewinnen wir safe! Damit gewinnen wir safe! Okay. Kevin? Warum? Nein! Egal. Kevin, wir bauen jetzt noch ein Stück richtig weit nach vorne. Wir bauen die so richtig weit nach vorne und bauen uns dann durch, okay? Ja, wir müssen dann aber noch mal mehr TNT gleich haben. Alperstein, hol mal bitte TNT und hör auf, hinterher zu schleichen. Alperstein, bitte. Bitte, so. Alperstein. Bitte. Mach ich auch nicht. Was tust du da, Alperstein? Bitte, das ich bringt geht, doch... Das ist hier doch was hier ist hier. Ja. Ja, was bringt dir das jetzt da oben? Ja. Kevin, bau einfach die Kanone. Ich glaube, Kevin, ich glaube, das liegt an uns zwei. Alperstein, du darfst sie nicht einfach da durchsprengen. Du musst Kanonen bauen, du Idiot. Du verstehst das Prinzip nicht. Die haben TNT gezündet. Kevin, ich komme mit einer Menge TNT. Mein Freund. Ja. Und dann können wir loslegen. Dann feuern wir jetzt einfach einmal durch, Alter. Und dann zerstören wir die Beacon von denen und haben easy die Runde geholt, Junge. Alperstein, warte, Alperstein, ich komm zu dir. Und du kannst von oben noch ein paar TNT-Kanonen bauen. Alter, die haben eine riesige Kanone. Echt jetzt? Doch, vorsichtig, es geht los. Ja. Ey, Kevin, sollen wir nicht einfach auf das Ding, wenn wir gleich durch sind, oben warte, drauf? Warte, ich geh jetzt durch. Alter! Junge, wir sind gleich durch. Kommen wir durch? Ich weiß es noch, ich kann dir noch nichts sagen. Die Kanone explodiert hier vorne. Ah, da läuft irgendwas. Ah, Kevin! Alter! Hier ist irgendwas falsch gelaufen. Die darf man nicht zu, lange anlassen, die Kanone. Die spammt sonst immer weiter, Kevin. Ja, ich komme. Oh Gott! Oh Gott! Alter! Oh mein Gott! Ich glaube, warte mal. Ja, was jetzt? Patrick hat so eine Megakanone gebaut, Kevin. Alter, Junge. Ey, wir können jetzt... Kevin. Warte. Ja, warte, Alperstein, Kanone hier. Hol Blöcke und mach Leitern, Alperstein. Wir können doch jetzt theoretisch nach oben, Kevin. Leitern, wir können doch jetzt nach oben gehen, Kevin. Wir können von oben auf die schießen. Ja, aber warte, wir sollten hier erst mal hinten eine haben, um die einzuschüchtern. Ja, okay. Dass sie jetzt nicht gleich hier rüberkommen. Okay, los, uns Feuer. Diesmal kriegen wir sie. Das liegt jetzt durch gleich. Ja, wir sind gleich durch. Alter! Oh, Baby! Ja, wir sind durch. Okay, mach sie mal aus. Mit Sticks, du Idiot. Ist sie aus? Warte, explodiert noch. Jetzt können wir hingehen. Okay. Oh, die haben die da oben, vorsichtig. Die Kanone. Ja, warte, wenn die jetzt schießen, die schießen aber nicht. Guck mal, die schießen nicht. Kevin, was ist denn, wenn wir von oben echt auf die runterschießen? Komm, warte. Kevin, lass uns hochgehen. Sollen wir hochgehen? Ja, okay, wenn wir hochgehen, können wir von oben auf die runterschießen auf deren Kanone. Komm, hier ist eine Leiter. Kommt hoch. Alperstein, hol du alle Sachen, die wir brauchen. Kevin, hörst alles an Redstone und so, ne? Ja, ich hab alles mit. Wenn wir jetzt oben das bauen, dann geht das ab.
Okay. Ja, spammen wir nämlich einfach auf die runter, weil das dürfen wir jetzt, weil wir jetzt einmal durchgeschossen haben. Die wird vielleicht am Anfang erst über die schießen, aber irgendwann fliegen die auch nach unten, die TNT-Blöcke, ne? Oh ja. Yeah. Hast du einen Hebel, Alphastein? Hast du einen Hebel? Ja, ja, alles gut. Los, zünde. Sehr gut. Ah. So, geht los, die schießt jetzt. Feuer, los, also schieß. Was war das? Warte mal. Ist die geladen? So, jetzt. Vorsicht, jetzt geht's okay, los. Okay, Alphastein, mach weiter. Ja, shit. Die fliegen da unten. Jetzt, komm. Ja, perfekt. Alter! Alphastein, Alphastein, geh zum Beacon! Kevin, du hättest sie zum Beacon setzen sollen, die Kanone, Alphastein! Ja, die laufen durch, die wollen den Beacon sprengen jetzt direkt. Ich will euch sehen, komm schnell! Bringt euch um! Kommt, Alter! Der schreit richtig rum. Ey, was machst du denn? Ich brauch die Waffe! Ja, ist keine Waffe, es ist nur mit Hand erlaubt, nur mit Hand. Geh hoch zur Demo! Der Beacon ist nicht auf. Nein! Wir haben verloren! Nein! Ja? Als ob, wir haben verloren! Oh, GG! Oh Mann, Alter! Alter Schwede, ja, GG! Eure Kanone war so schlecht, Alter! Wir waren gerade drücken, und dann Alphastein. Wir waren kurz davor. Warum wurde ich gebannt? Einfach nur so, weil ich das kann. Das war so gut, dass wir jetzt einfach durchgereicht sind. Ohne Witz. Das war so das Erbärmlichste, was man sich so vorstellen kann. Normalerweise müssen wir das dann nächste Mal echt. Normalerweise darf man nicht das TNT direkt dran setzen, sondern eigentlich von oben fallen lassen, Leute. Aber ist es auch egal, Leute. Guck mal, Kevin. Jetzt. Guck mal, wir hätten sogar gewonnen, hätten wir die so gestellt. Wir hätten, schau mal hier. Wir hätten direkt gewonnen. Ihr kleinen Regelloser. Naja, okay. Ja, okay. Die Regel war noch nicht festgelegt, Leute. Zum nächsten Mal gilt die Regel: kein TNT direkt an den Beacon setzen, würde ich sagen. Leute, das war's von dieser Folge TNT Wars. Wenn es euch gefallen hat und das neue Format genauso abfeiert, wie ich es tue, dann smash den Like-Button da oben. Checkt alle Leute auf jeden Fall aus. Und wenn ihr wollt, dass ein gleichnamiger Spielmodus auf revinza.tv rauskommt, meine Freunde, dann lasst doch mal den Like-Button nach oben da. Checkt auf jeden Fall die anderen aus, meine Freunde. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.